Wir haben gerade entdeckt, dass heute ein Flohmarkt ist am Friedrichsplatz und den schauen wir uns jetzt an. Eine Flöte. Ich finde eigentlich auch den Pulli drunter geil. Der ist schon schön, oder? Schön die Knoblauchsa. Gut, 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 Morgen, ihr Lieben. Ich habe noch nasse Haare, war eben in der Dusche. Fahre jetzt gleich in die Uni. Heute beginnt das neue Semester. Ich war gestern zwar auch schon in der Uni, weil ich momentan super viel wieder zu tun habe und gestern aber sehr, sehr viele schon erledigt habe und abhaken konnte. Heute ist Semestereröffnung und ich schaue schon mal, welche Projekte ich mache dieses Semester. Ich mache dieses Semester nicht so viel, weil dieses Semester größtenteils um das TND-Printheft gehen wird bei mir und das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Jetzt mache ich mir erstmal was zum Frühstücken. Ich habe noch eine Wäsche an, die ich rausholen will und dann gehe ich in die Uni. Um 14 Uhr fängt es an, aber ich gehe schon jetzt um 10, 11 hin, setze mich schon mal an meine Arbeit und dann ist noch Studiengangssitzung. Das ist der Plan für heute. Es ist ein sehr vollgepackter Tag. Morgen geht es weiter nach Berlin, aber ich freue mich, das Wetter ist schön. Guten Morgen, es ist jetzt Mittwoch und wir sind auf dem Weg nach Berlin. Wir kommen um 12 an und mal schauen, was der Tag noch so bringt. Es ist einfach richtiges Scheißwetter. Wir sind jetzt bei der Freundin, bei der ich eigentlich immer übernachte, weil ich in Berlin bin. Es ist richtiges Scheißwetter. Wir sind komplett nass geworden. Deshalb föhnt sich Lena gerade ihre Kleidung. Und wir wollen jetzt aber nochmal rübergehen nach Friedrichshain. Und uns da eigentlich, also ich will einmal zum Humana reingucken. Und dann ist noch unser Ziel Julius Food World, weil die werden da eigentlich immer hingehen, wenn wir in Berlin sind. Bisschen veganes Gyros oder vegane Burger essen. Das machen wir so gegen 5. Und ich denke, dann gehen wir gegen 7 zum Konzert. Um 8 geht's los. Und ich freue mich sehr drauf. Lieb Alex Campbell und seine Musik und das neue Album. Ich bin gespannt, das jetzt live zu erleben. Wir sind jetzt bei Julius Food World und Lena und ich haben überlegt, wir teilen uns 2 Burger. Jetzt kommen sie. Und wir haben einmal den Alaska Lachs Burger und einmal den Hawaii Burger und ich bin sehr gespannt. What a beautiful stool we have here. Yes. I only just met her. Yeah.
jetzt ja auch sein. Wir sind jetzt essen hier. Ich habe es euch ja gerade gezeigt. Gorky Park heißt das. Und ich habe die Buchweizen Bowl. So Leute, wir sind jetzt im ICE. Es hieß schon wieder Oberleitungsstörung. Und wir dachten so, jetzt ist alles verloren. Und jetzt werden wir umgeleitet und der Zug hält jetzt nur noch in Berlin und dann erst wieder in Kassel. Das heißt, wir hatten richtig Glück, kommen wahrscheinlich früher an. Und alle diese Leute, die hier reserviert hatten, sind ausgestiegen. Das heißt, wir haben jetzt einen Vierer für uns. Manchmal ist es Glück auch auf unserer Seite. Inzwischen ist Freitag. Ich sitze schon wieder in der Uni, bin gestern Abend ziemlich spät mit Lena nach Hause gekommen, so gegen 22:30. Ich bin ein bisschen im Stress. Ich muss bis nächste Woche mein Portfolio spontan fertig machen für etwas, weil ich sie jetzt nicht weiter ausfüllen will, weil ich nicht weiß, ob es funktioniert. Ich hatte ein Portfolio gemacht, aber seitdem habe ich mega viele neue Arbeiten gemacht und es ist ein bisschen ein anderes Portfolio. Also ich muss eine andere Art von Arbeiten zusammenstellen. Ich habe keine Ahnung, welche Schriftart. Ich habe keine Ahnung, wie ich es ordnen soll. Ich weiß nicht, welche Arbeiten rein sollen, welche nicht. Wie ich Tieren dir präsentiere, wie ich mich präsentiere, es ist alles einfach eine Mess und sitze da jetzt wahrscheinlich heute den ganzen Tag dran. Heute Abend gehe ich aber noch zur Kusoko, das ist Kunst, Soziales und Kommerz von Rahmenwerk in der Neuen Denkerei. Also gibt es dann so Kurzimpulsvorträge und letztes Mal habe ich es nicht geschafft, deshalb versuche ich es dieses Mal. Ich trage mein neues Merch-T-Shirt heute. Weiß jetzt nicht, ob es klappen wird, aber eventuell kriege ich gleich noch Hilfe von einer Freundin und dann sehe ich vielleicht Licht am Ende des Tunnels. Manchmal braucht es auch einfach eine andere Person, die drauf guckt und irgendwie sagt, ich würde das so und so machen, weil die Person einfach nicht so drin steckt. Ich arbeite jetzt weiter an dieser Sache und mal schauen, was noch so passiert. Mit Kolleginnen im Bereich darstellender, bildender Kunst oder auch Geisteswissenschaftlerinnen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wollte den Vlog für diese Woche noch beenden. Ich wollte eigentlich heute in die Uni fahren, aber ich merke, dass ich schon wieder so ein bisschen kränkel und es mir im Hals kratzt und ich so ein bisschen Kopfschmerzen habe. Und deshalb bleibe ich im Bett und mache jetzt von hier aus das fertig. Ich wollte aber diesen Vlog noch beenden und euch noch ein bisschen von Alex Cameron erzählen. Keine Ahnung, ob es euch überhaupt interessiert, aber ich erzähle es trotzdem. Es war einfach so schön. Als sie auf die Bühne kamen und angefangen haben, dachte ich so, oh mein Gott, ich liebe diese Musik einfach. Und sie haben ungefähr alle meine Lieblingslieder gespielt und ich dachte, ich sterbe die ganze Zeit. Ich habe bis über beide Ohren gelächelt die ganze Zeit und mitgesungen und es war so schön. Und danach ist dann der Saxophonist zum Merchstand gelaufen, da haben wir dann noch mit ihm ein bisschen gequatscht und er meinte auch so, danke, dass ihr so mitgelacht und mitgesungen habt. Also es ist nicht unbemerkt geblieben. Es gab dann noch eine Aftershow-Party, wo sie aufgelegt haben im Loophole in Berlin. Und da hat mich noch einer angesprochen und zu mir gesagt, du hast doch die, die alle Texte auswendig können. Und diese, natürlich kann ich die. Genau, nach dem Konzert habe ich auch noch zwei Zuschauer von mir getroffen. Grüße an euch an dieser Stelle, das war super surreal. Der Zuschauer, der mich angesprochen hat, meinte, er ist durch Lady Gaga auf mich gekommen. Und es war so witzig, euch dann beim Alex Cameron Konzert zu treffen. Weil das beides so meine musischen Lieblingsdinge sind irgendwie. Und das beides so vereint zu sehen, auch in anderen Leuten, das irgendwie verrückt und schön. Zur Aftershow-Party gefahren, saßen dann gerade draußen und dann kamen sie eben um die Ecke und dann kam er mit seinen Freunden und dann dachte ich so, es ist ein bisschen weird, jetzt dahin zu gehen. Und dann ist er wieder reingegangen und dann sind wir hinterher und ich habe ihn dann noch abgefangen und ihm gesagt, wie wichtig mir seine Musik ist und wie viel mir das bedeutet. Und wie sehr sie mich einfach begleitet in meinem Alltag. Und er hat sich mega gefreut und so gesagt, I appreciate it und so. Und dann hat Lena ihm noch gesagt, dass wir es einfach so gut finden, dass er als straight man Feminism behandelt in seinen Texten und toxic masculinity und sowas. Und da meinte er dann auch so, ja, und ich werde es auch immer weitermachen, weil Frauen das schon so lange tun und sich irgendwie nichts ändert und er sich das aber wünscht und deshalb das immer weitermachen wird, bis sich was ändert. Einfach King. Und dann mitten im Gespräch hat er dann irgendwann gesagt, ja, what's your name? Und dann hat er so gesagt, I'm Alex. Und dann haben wir ihm noch die Hand geschüttelt. Es war einfach ein super entspanntes Gespräch mit ihm und ich mag den einfach so gern. Dann haben wir noch ein Foto gemacht, das zeige ich euch jetzt hier. Einfach echt ein Herzblatt. Also wenn ihr Alex Cameron noch nicht angehört habt, dann
hört euch das mal an. Das sind auf jeden Fall irgendwie wunderbare Songs und mal was ganz anderes. Also eine Musikrichtung, die ich sonst noch nicht so gehört habe. Wenn sowas war, dann kommt man immer wieder in den Alltag zurück und ist so, jetzt muss ich wieder meine Sachen erledigen, aber es hilft ja alles nichts. Jetzt mache ich den Vlog fertig. Hab ein neues Buch und zwar Grime von Sibylle Berg. Ich habe jetzt das Millennium Manifest fertig gelesen. Hat mir zum Ende hin immer weniger gefallen tatsächlich. Also ich habe ihm auf Goodreads 2 Sterne gegeben von 5. Ich fand jetzt so viel rumgemeckert einfach und auf so einem hohen Niveau und ich denke mir so, geht's noch? Also ich habe überlegt, dass ich Ende des Jahres ein Video mache über alle Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Da will ich dann ausführlicher drüber reden. Jetzt lese ich Grime und ich lese Frank Ocean von Sophie Passmann. Ich würde sagen, dann beende ich diesen Vlog an dieser Stelle. Wünsche ich ein schönes Restwochenende und dann sehen wir uns irgendwann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.